ganz genau, was sie tut. Jetzt wird's ernst, der Konkurrenzdruck ist da. Hi, mein Name ist Nico, ich kann nicht klatschen, bis hier wegen dem Mikrofon, anyway. Willkommen zu diesem Video, willkommen zu Princess Charming 2023, Folge 2. Es ist schon Folge 2. Haben wir nicht gerade erst alle Folge 1 gesehen? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe ein cooles Mikrofon, einfach deshalb, weil das Kameramikro nicht geht. Ich bin ehrlich, das Kameramikro geht nicht. Das ist übrigens mein Podcast-Mikrofon, wichtig und richtig, mit Mara zusammen jeden Sonntag um 23 Uhr Podcast. Wir reden über Popkultur, gerne reingucken. Test, Test, Test. Hallo Nico. Ist auch gut, dass wir das drin haben, ja. Dann gucken wir gleich, ob du übersteuerst. Ja. Princess Charming, Folge 2. Wir haben heute ein Gruppendate. Wir haben einen Leck-Wettbewerb, da freue ich mich ja wahnsinnig drauf. Wir haben Hotness. Es ist schon ziemlich hot, diese Folge. Und wir haben neue Kandidatinnen. Es kommen neue Kandidatinnen in die Villa rein, was für sehr viel Aufruhr sorgt. Ich habe noch einen coolen Code für euch. Bleibt also dran, denn mit diesem Code könnt ihr fleißig sparen. Bei RTL Plus solltet ihr Princess Charming da gucken wollen. Ich würde sagen, lasst ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Das supportet mich wahnsinnig. Und ansonsten springen wir rein in die Folge. Let's go. Für die, die letzte Folge geschlafen haben oder vielleicht meine grandiosen Kandidatinnen-Vorstellungsvideos nicht gesehen haben, hier nochmal kurz ein Überblick, wer alles dabei ist. Alena, Nina, Desi, Ling, Aisun, Lucy, Ailina, Jess, Rahel, Maria, Ebru, Kim, Melanie, Gabi, Natalie, Lilly und Nora. Wir springen auch gleich zu Princess. Ich finde es immer noch so komisch, dass wir eine Princess haben. Also ich finde sie wahnsinnig hübsch, keine Frage, und sehr sympathisch. Aber ich finde es wahnsinnig komisch, sie zu haben, denn ich bin das noch von Charming Boys gewöhnt, dass einfach alle mit allen können. Ich glaube auch, die Princess ist sehr locker und ich glaube auch, sie weiß, dass es alles Menschen in dieser Villa sind, die das gleiche Geschlecht mögen. Pi mal Daumen. Ich glaube auch, sie weiß, dass es okay ist, wenn dann einfach mal Leute untereinander was machen und nicht irgendwie sie toll finden. Anyways. Finde ich sehr strange. Wie geht's euch denn damit? Ich finde es irgendwie, also schon cool, aber ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt, ehrlich gesagt. Jetzt als Princess auf jeden Fall mehr angekommen. Die Princess ist auf jeden Fall sehr angekommen. Sie will alle mit aufs Date nehmen, gefühlt, will Memory schaffen, eine gute Zeit haben und am liebsten bei den Frauen einziehen. Ich sag's ja, Charming Girls for the win. Where is Charming Girls? Warum Charming Boys nicht Charming Girls, frage ich mich. Hi, ich bin Madeleine. Ja, und ich bin die neue Princess. Sieht man mich überhaupt hinter diesem Mikrofon? Ich weiß es nicht. Ich habe zu viel Spaß daran, das tut mir leid. In der Villa wachen alle auf und umarmen sich erstmal. Ich finde, da ist auch schon die erste Differenz zu den Boys in der Villa. Da gab es ja sofort Schreitereien und Grießkram, Getue und alle waren in ihren Ecken und haben Kaffee getrunken. Hier umarmen sich erstmal alle. Aisun bringt zum Beispiel in ihr Zimmer für alle Kaffee. Ich bin heute mit einem guten Gefühl aufgewacht. Aisun, du hast gerade mein Herz erobert. Sollten wir jemals in irgendeinem Raum zusammen schlafen und ich von dir Kaffee bekomme? Heiraten wir bitte mit Kaffee. Ich fühle mich fit und habe ganz schön viel Energie. Geil, danke. Ja. Die Frauen reden nach ihrem ersten Käffchen über Princess, über ihre Vibes. Und irgendwie ist das Alter immer noch eine Diskussion, denn obviously Madeleine ist 23, so alt wie ich übrigens. Ich würde mal schon sagen, dass der grobe Durchschnitt durchaus 5 bis 10 Jahre älter ist als die Princess. Ich muss aber sagen, für ihr Alter macht es wahnsinnig gut, sehr souverän. Ich finde trotzdem, man merkt, dass sie nervös ist, was doch vollkommen okay ist. Ich finde, das macht sie auch voll sympathisch. Aber ich finde, sie macht das wahnsinnig gut und ich verstehe, warum sie genommen haben als Princess. Unangenehm werden und natürlich keine Ahnung, was das wird, aber ich glaube einfach, mit der können die voll die gute Zeit haben. So. Ja. Ich kann mir auch verstehen, jemand, mit dem sie gestern schon ein bisschen geredet hat, dass sie weiß, dass es nett ist. Also du, Daisy. Ach, Schatz, mach dir nicht so einen Kopf, nur weil du nicht mit ihr gesprochen hast. Jazz zum Beispiel ist ein kleines, sie ist ein bisschen schüchterner, glaube ich, was doch voll fein ist. Sie sagt nämlich, sie wüsste auf jeden Fall, über was sie mit Madeleine reden würde, wenn es dazu kommen würde. Ich wüsste auf jeden Fall, worüber ich mit ihr reden könnte, wenn es dann irgendwann mal so weit kommt, dass man ein Zweiergespräch hat oder irgendwie auf einer Date-Situation ist oder so. Ich glaube, es ist ja auch der Prinzessin sehr wichtig, dass man selbst auch Interesse zeigt. Sometimes I wanna let go. Ich finde halt die Dynamik bei Prince und Princess nicht so geil, weil die KandidatInnen sich so anbieten müssen. So, hi, ich bin auch da. Sieh mich. Das war halt bei Charming Boys gar nicht so. Da waren einfach alle in der Gruppe und wenn was passiert, ist was passiert und wenn nicht, eben nicht. Ist eine hübsche Frau auf jeden Fall. Die ist halt auch jung, ne? Hier musst du ja kämpfen um ihre Aufmerksamkeit, damit du weiterkommst in die nächste Runde. Das ist für viele nicht so geil. Das wäre für mich auch nicht geil. Aber sie meinte, sie steht auf Ältere. Ich bin 31. Letzte Woche ist da keiner rausgeflogen. Die wollten irgendwie kein Drama. Anyways. Diese vier, die so zittern mussten, gehen heute auf ein Gruppendate mit Madeleine zusammen und machen sich dafür fertig. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich tatsächlich sehr, sehr geehrt fühle, dass ich beim ersten Date dabei sein darf. Gut aus. Danke, du auch. Ebru, was erhoffst du dir eigentlich von diesem Date? Also ich nehme mir vor, die Princess
so kennenzulernen, dass ich vielleicht schon mal so ein bisschen in ihr Inneres gucken kann. Madeleine holt die Frauen mit einem Partyboot, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie nicht selbst gefahren ist. Und was ist der beste Ort für ein erstes Date? Richtig, ein Partyboot. Während des Fahrens gibt sie auch so ein bisschen ihre Brüste preis. Und da war sicherlich die Regie am Werk. Die haben so gesagt, Madeleine, du bist die Princess, zeig mal ein bisschen Haut, zeig mal deine Brüste, wir müssen das ein bisschen hier einfangen für die B-Roll. Wir müssen das hier ein bisschen... Mega, mega aufgeregt. Ich freue mich richtig, richtig doll, dass es jetzt aufs erste Date geht. Die Farbkombi sieht richtig geil aus. Dieses Blau-Orange oder Gelb. Dieser Kontrast eben. Hey! Hello! Ja, Madeleine begrüßt alle. Alle stoßen an, denn wir wissen alle, ohne Alkohol geht in diesen Shows nichts. Und dann wird gleich die Frage in den Raum geworfen bei diesem Gruppendate. Seit wann seid ihr alle Single? Vorher eine Beziehung, die ging 5 Jahre. Und dann habe ich einfach ein bisschen länger für mich Zeit gebraucht, wieder zu mir zu finden und jetzt auch zu sagen, so, ich bin bereit, jemanden wirklich kennenzulernen. Ich fand es richtig gut, dass Melanie so ein bisschen eingeleitet hat. Und ich verstehe nicht, warum ist diese Frage so wichtig? Kann auch sein, weil ich Single bin, dass es mich triggert, I don't know. Ich finde, das ist doch vollkommen egal, oder? Ich weiß es nicht. Weil das ist was, was mir halt super wichtig ist. Was ich sympathisch finde, Madeleine redet auch so ein bisschen über Me-Time. Dass sie auch Me-Time braucht, dass sie jemand ist, der nicht 24-7 aufeinander hocken möchte. Was ich vollkommen sympathisch finde. Ich finde, es ist auch irgendwann ungesund, oder? Ich weiß auch nicht, wenn man so kein eigenes Individuum mehr ist, sondern einfach nur noch ein Klops von 2 Personen ist. Ja, bei mir genauso. Ich finde es auch echt wichtig, wenn ich dann so sage, hey, ich brauche mal ein bisschen für mich, dass meine Partnerin dann nicht sich angegriffen fühlt oder denkt, da ist jetzt irgendwas nicht richtig zwischen uns. Ich finde auch, die Gespräche auf diesem Boot wirken super sympathisch und sehr natürlich einfach. Ich finde, Madeleine gibt immer so ein Gefühl von, ich bin mit dir auf einer Augenhöhe, auch wenn ich vielleicht gerade die Princess bin, aber wir sind alle same, same. Die ist sehr lecker. Ich stoße mal an mit Essen. Nice. Cheers. Prosterchen. Das fand ich war bei den Staffeln davor, gerade was Kim, auch Nicolas ein bisschen betrifft und Co., war das ein bisschen immer so verschoben, diese Wahrnehmung. Ich finde, Madeleine macht das super gut, dass sie sagt, hey, ich bin einer von euch. Ich will auch die Früchte auslecken, so wie ihr. Das kommt später, by the way. Wir hatten ja eben über das Thema Beziehung geredet. Ich wollte mal fragen, ob dich das, stört dich das, wenn jemand noch nie eine Beziehung gehabt hätte? Ja, Lilly, wisst ihr, die von letzter Folge, die Rapperin, redet auch mit Madeleine. Lilly zum Beispiel hatte bisher noch keine einzige Beziehung. Was Geiles irgendwie. Ich finde das toll, dass sich Menschen nicht sofort in alles reinschlagen. Lilly sagt auch, da gehört ein bisschen mehr dazu, als nur ein bisschen hübsch aussehen. Charakter, Vertrauen und Co. Und ich finde das toll. Ich finde das toll, dass sie das so gewissenhaft nimmt. Finde ich toll. Habe ich schon gesagt, dass ich es toll finde? Ich habe da jetzt tatsächlich noch keine Erfahrung mit. Also normalerweise hatte ich eigentlich immer Partnerin oder Dates, die schon mehrere Beziehungen hatten. Auch Madeleine ist ja super verständnisvoll, weil es einfach keine Schwäche ist. Es ist keine Schwäche, Single zu sein. Dann bin ich natürlich schon ein bisschen überrascht gewesen, dass Lilly noch keine Beziehung hatte. Weil Lilly ist natürlich auch eine Erscheinung. Also ich finde, das kann so viele Gründe haben. Freut mich zu hören. In der Villa reden auch Alina und Desi über ganz wichtige Themen, wie zum Beispiel Haarpflegeroutinen. Wie sehen deine Haare eigentlich ohne Braids oder Locks aus? So ein kleiner Afro. Echt? Weiß auch, ich verstehe auch voll, dass der Schnitt uns gesagt hat, so hey, dieses Gespräch ist wichtig für den Fortgang der Folge. Das müssen wir den Zuschauern zeigen. Cute. Sie tauschen sich aus. Und was ich jetzt spannend finde, das ist nicht nur reden. Leute, das ist flirten. Eindeutig. Und ich finde das ein bisschen cute. Und ich finde es auch toll, dass sie jetzt schon in Folge 2 zeigen. So hey, Leute, hier können sich Couples bilden, ja? Es geht nicht nur um die Princess. Da sieht man direkt, dass du halt einer der wenigsten bist, die hier extrem guten Stil auch einfach hat. Das ist einfach so. Dankeschön. Ja, ist nett. Nett? Manchmal bin ich nett. Ja, glaube ich. Also. Die anderen sehen das scheinbar auch, dass in der Ecke da irgendwo was glüht, weil die Funken so krass sprühen und sagen so, Alina, wer ist das? Oh, also Frauen in Anzüge ist ja so. Zieh heute bitte keinen Anzug an. Zieh heute bitte keinen Anzug. Das ist gefährlich. Echt? Ja. Frauen in Anzüge. Oh, Fuego. Daisy, wer sitzt neben dir? Elena. Aha. Auf der Love Couch. Alina ist offen. Ich glaube, Daisy auch. Ich bin ehrlich. Oh, ich habe hier einen Fleck. Oh nein. I'm sorry. Leute, wir dürfen nicht vergessen, es ist Princess Charming. Heißt, wir kriegen Princess Post. Das erste Mal in diesem Jahr. Die coolen Kids kommen bekanntlich später zur Party. Gabi, Lucy, Daisy, Nina und Maria können auf ein Date gehen mit der Princess zusammen. Auf ein Stranddate. Das finde ich sehr süß. Bietet sich ja auch ein bisschen an auf so einer Insel. Ist es eine Insel? Ich glaube schon. Packt die Flipflops ein. Wir sehen uns am Strand. Yeah. Eure Madeleine. Ja, die Frauen machen sich gleich direkt auch auf und sehen einen Tisch, einen gedeckten Tisch, superschöne Ambiente, aber wer fehlt? Es ist A, die Produktion, B, Elsa, C, die Princess oder D, die Drinks. Es ist die Princess, Leute, es ist die Princess, war nicht so schwer. Also es war ein wunderschönes Feeling, als wir da ankamen, wirklich tolle Kulisse, einfach
wunderschöner Strand. Jetzt fällt nur noch die Princess, würde ich sagen. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass die Princess noch nicht da war. Wo ist sie? Wann kommt sie? Wie kommt sie? Ja, die chillt doch auf dem Boot mit den anderen und stößt an. Die lässt sich noch ein bisschen Zeit, die Gute, ehrlich gesagt. Ich hatte eine richtig, richtig schöne Zeit mit euch. Ich finde, das war ein richtig gelungenes erstes Date. Ich muss gehen. Ich habe noch was anderes vor. Nein, Spaß. Das hat sie gar nicht gesagt. Ja, ich habe jetzt tatsächlich noch was anderes vor. Ja, alle sind schock, aber dann sehen sie die Mädels am Strand so, hey, das sind doch unsere Mädels, ich sehe die doch da drüben, was geht da ab? Mädels! Oh, das sind doch ein paar von den anderen Mädels, das sehe ich doch. Das sehe ich doch. Ich mag einfach den Vibe voll gerne von den Frauen, ich weiß auch nicht. Ich finde, bei den Männern, das ist immer irgendwie jedes Jahr so eine Art Konkurrenz. Wird es da bestimmt auch noch werden, keine Frage. Aber die sind alle so supportive und sind füreinander da und jetzt auch jetzt, Mädels, hallo! Zacke, 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 zacke! Lass mal die Stimme rausschreien, damit sie das irgendwo da hinten am Strand hören einfach. Ja, dann wird die Princess zu den Frauen an den Strand gebracht. Muss auch wahnsinnig awkward gewesen sein, von diesem Schiff bis zum Strand, dieser Weg im Boot, während die Princess weiß, dass sie gerade von den Mädels die ganze Zeit am Strand beobachtet wird, bis sie da ist. Wie unangenehm. Oh, sie hat lange Haare, seht ihr das? Ja. Gestern hat man das nicht gesehen, weil sie hatte das im Dutt. Den Dutt. Ich dachte vielleicht, weil es sah nicht so viel aus, ich dachte vielleicht bis hier. Aber es scheint, dass sie sehr lange Haare hat. Lange Haare sind schön. Hallo! Ja, dann stoßen sie an und essen, denn wir wissen alle, ohne Alkohol geht nichts bei Princess Charming. Ja, ja. Wie war die erste Nacht? Also ich habe sehr gut geschlafen, erstaunlicherweise. Ja, hat man gehört. Hat man gehört? Also Lili ist auch vegan. Und ich finde das toll, ihre Einstellung, denn viele, die Fleisch essen, haben bei diesen Dingen immer so, oh, die Veganer, die sind so provokant. Für mich, für meine Seele, für meinen Körper, für alles, das ist mir relativ egal, was andere machen. Also wenn meine Partnerin nicht vegan ist, dann ist das für mich kein Problem. Wenn meine Partnerin vegetarisch oder vegan ist, dann ist das ein großes Plus. Und ich finde, die Einstellung ist mega cool. Einfach, weil es einfacher ist. Was letzte Folge aufkam, was ich gar nicht so thematisiert habe, weil es irrelevant ist, finde ich. Im Sinne von, es ist vollkommen egal, was du machst, solange du glücklich bist. Gabi ist Erotikdarstellerin. Das hat sie letzte Folge offenbart. Aber Madeleine noch nicht so ganz. Entsprechend will Gabi jetzt ein bisschen mit Madeleine alleine reden. Mittlerweile drehe ich noch ab und zu. Mhm. Genau, und ich wollte das erzählen. Finde ich richtig klasse. Ist das okay? Ja, findest du gut? Natürlich, du solltest es gar nicht fragen, aber das ist okay. Also natürlich. Ja. Wenn das ist, wofür du lebst und was du gerne machst, ja, mega. Und ich finde Madeleines Reaktion richtig, richtig süß. Sie hätte ja nicht besser reagieren können. Ich finde es wirklich super und das habe ich auch 100% ernst gemeint. Ich muss auch sagen, Madeleine findet das toll. Ich frage mich trotzdem, weil wir Madeleine noch nicht kennen, ich weiß noch nicht, wie sie drauf ist, ehrlich gesagt. Findet Madeleine das als Bekannte, als Freundin cool und supportive und will sie unterstützen oder finde sie es wirklich cool als Girlfriend an ihrer Seite. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde auch cool, dass Leute Onlyfans machen und voll dazu stehen und mit ihrem Körper Geld verdienen können. So, geil, go for it. Ich weiß aber nicht, ob ich das als meinen Boyfriend haben wollen würde, wenn ich weiß, die ganze Welt kennt sein Glied. Das weiß ich nicht. Never say never, obviously. Wenn eine Möglichkeit da wäre, würde ich auch mal mit auf ein Set und mal schauen, was meine Partnerin da eigentlich so genau macht. Ja, Daisy ist die Nächste mit dem Einzelgespräch, die sich auch schon in Folge 1 ein bisschen vorgedrängelt hat. Und ich finde, da merkt man sofort, die Vibes sind da. Im Vergleich zu Gabi springt das Feuer quasi aus dem einen Körper in den anderen Körper rein. Ja. Und deine? Auch. Auch? Mhm. Mal sehen, was wird. Ich hoffe, ihr habt gerade alle was wird gesagt, sonst raste ich aus. Ja, die Daisy. Ja, das Gespräch ist auf jeden Fall sehr aufgeladen. Aber es wird nicht viel gesagt. Es wird nur angestarrt. Ich frage mich, ist das jetzt so ein Ding, die müssen einfach einmal ins Bett und dann reden sie nicht mehr miteinander? Spannung rauslassen, weil viel sagen tun sie um ihn nie. Nach diesem wunderschönen Anstoß, von dem wir gar nicht viel gesehen haben, actually, treffen sich beide Dating-Crews, Team Boot und Team Strand, in der Villa und tauschen sich aus. Also ich hatte halt ein bisschen von meinem Job erzählt und sie und ob das halt für sie als Partnerin irgendwie ein Problem wäre und sie war so, nee. Das können wir echt mal überspringen, ehrlich gesagt, weil, also wir haben die Dates ja gesehen, ne? So. Echt jetzt? Ja. Ich schwitze ja auch ein bisschen gerade, weil der neue Tag fängt an, Leute. Ich liebe es, wie einfach alle aufwachen mit ihren Strubbelfrisuren, müden Blicken mit Kaffeetassen in der Hand und so, wie hast du geschlafen? Krass, ne? Ist ein Mut. Ich würde mich, glaube ich, wirklich bei der Princess Charming Villa wohler fühlen als in der Prince Charming Villa. Ich bin ehrlich. Ich kann die Princess halt gerade noch gar nicht richtig einschätzen einfach. Weil bezüglich was genau? Ja, insgesamt so, was sie für ein Mensch ist. Ich nehme alles zurück, ehrlich gesagt, denn jetzt wird direkt am Morgen gewrestelt. Am Boden, vor allen anderen. Man muss auf dem Rücken sein.
Normalerweise rangel ich meine Freunde in kürzerer Zeit um, aber sie hat sich sehr gut geschlagen, sie hat sich gut gewehrt. Das sieht schon ein bisschen sexy aus. Hab ich jetzt gewonnen. Mach nur Happy Wife. Zu viel Energie am Morgen, die raus muss. Von meinem dritten Kaffee musste mich ja gar nicht ansprechen, ehrlich gesagt. Also wie die das schaffen, hier zu wresteln ohne Kaffee und Energie, das ist mir ein Rätsel. Wir springen zu einer kleinen Challenge. Wer am besten lutschen kann. Wer am besten lutschen kann. Also ich obviously, aber... Weil da so viel Vitamin C drin ist, dachte ich, sollte jeder mal eine essen. Es wird eine Frucht serviert und also die müssen sich in die Augen gucken und diese Frucht auslutschen, wer sie am besten und schnellsten auslutscht. Wobei auch Schnelligkeit nicht immer toll heißt, ne? Das ist ja, muss man auch bedenken. Ich als Vagina-Kenner weiß sowas. Nina hat es auch sehr gefühlt, ne? Die war voll dabei, die Passion und die Passionsfrucht waren da. Sie wollte diese Frucht beglücken mit allem, was sie hat. Punkt. Ich finde auch, Alina macht das auch sehr gewissenhaft. Sie weiß, was sie macht in ihrem Leben. Ich wurde voll gezwungen, ich will das gar nicht machen. Mann, einfach alle horny, ich bin ehrlich. Ja, schon ziemlich hot alles. Wir springen zur Happy Hour. Alle machen sich für die Happy Hour fertig. Ich glaube, diesmal wird so ein bisschen mehr attackiert vielleicht. Und dann kommt Madeleine. Madeleine sieht wieder wahnsinnig schön aus. Dieses schlichte, schwarze Kleid. Die zweite Happy Hour steht jetzt an. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich mega, mega, mega doll. Kommt wie ein schwarzer Engel in diese Villa rein und begrüßt alle. Natürlich gibt es Alkohol, denn wir wissen alle, ohne Alkohol geht nichts bei Princess Charming. Jede einzelne Frau sieht so schön aus. Also wirklich wow, 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 wow. Na dann. Auf uns. Alina ist ja so eine kleine Flirtmaus. Wissen wir ja schon von dem Desi-Gespräch, von der Passionsfrucht-Action und so. Und sie tut es sich auch keinen Zwang, Madeleine gleich zu erzählen, so hey, wir haben heute Früchte geleckt. Das hätte dir bestimmt sicherlich auch gut gefallen, wenn ich an deiner Frucht geleckt, an dieser Frucht geleckt hätte und du hättest zugeguckt. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das hätte dir richtig gut gefallen, ich oder? Ich glaube auch. Ja. Mhm. Das war wild. Ich weiß, dass da einfach eine Connection ist. Ja, Leute, die Party ist im vollen Gange, bis zwei Nachzüglerinnen dazukommen. Leute, ich bin nicht mehr alleine. Wer sind denn die? Ja. Ich hatte da jemanden mitgebracht. Was? Wer ist das? Hallo. Wer ist das? Neue Kandidatin. Ja, wer ist das denn? Das ist einmal die Melanie aus Zürich und einmal die Steffi aus Köln. Finde ich nicht gut. Finde ich wirklich nicht gut. Hä? Ja, ich bin auch immer... Eine fehlt ja noch. Elsa fehlt noch. Die muss irgendwann auch jetzt mal demnächst kommen. Ich bin gespannt, wann sie kommt, ehrlich gesagt. Nein, aber das kriegen wir nicht den Namen vielleicht mal. Madeleine. Erstmal war ich total überfordert, dass die Prinzessin schon da sitzt. Also, weil damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Das sind alle ein bisschen schockiert, dass sie da sind. Freuen sie sich? Freuen sie sich nicht? Weil neue reinkamen, aber sie sind auf jeden Fall bei uns in der Gruppe super willkommen. Währenddessen haben Nathalie und Madeleine ein tolles Gespräch. Ich finde, das ist super auf Augenhöhe. Auch wenn Nathalie super nervös ist, was ich voll süß finde, ehrlich gesagt. Schafft das Madeleine, sie voll runterzuholen? Echt? Warum bist du nervös? Woran siehst du das? Ich weiß nicht, ich spüre das. Ja? Mhm. Ist meine Energie so unruhig? Mhm. Aber das ist nicht schlimm. Das macht dich menschlich. Ja. Wobei sie aber auch ein bisschen abwesend wirkt. Ich glaube, sie war nur mit einem Ohr da. Aber sie war sehr respektvoll und sehr höflich. Ich bin nervös, wenn mir jemand gefällt. Sonst bin ich eigentlich wirklich sehr cool. Mhm. Dann stellt sich der Neuzugang bei Madeleine vor. Hallo! Ich wollte das nur mal kurz vorstellen. Ja. Ein Augenblick. Oh, wie finden wir sie? Ja, top. Erster Eindruck ist top. Ja, Madeleine hat dann ein Gespräch mit Desi. Again. Ja, ich bin froh, hier zu sein. Wie findest du das mit so vielen Leuten hier? Da gibt es so das erste Mal den Flirtversuch von Madeleine in Richtung Desi. Ich hätte gerne mal ein bisschen Alone-Time mit dir, Desi. Und natürlich hätte ich auch mit der einen oder anderen gerne vielleicht so ein bisschen Alone-Time. Mhm. Mit wem denn? Mit dir zum Beispiel. Madeleine macht das gut, finde ich. Die macht das, die ist stille Wasser, so ein Tief, würde ich sagen. Cool. Ich habe mich einfach wieder sehr gesehen gefühlt. Wenn wir miteinander reden, dann kann ich mich auch ein bisschen entspannen. Ich habe keinen Druck. Es geht auf jeden Fall sehr schnell, sehr steil bei den beiden. Ja, mir war es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ich nochmal mit dir rede. Weil die Schlange ist lang. Und die Stimmung war sehr aufgeladen. Ich finde auch Madeleine breit quasi, nonverbal. Küss mich jetzt, meine Fresse, auf meinen Mund, jetzt, sofort, bevor andere kommen. Aber scheinbar wollte Desi nicht. Ich weiß es nicht. Desi hatte scheinbar andere Missionen. Sie wollte das nicht. Sie war zu schüchtern. Ich weiß es nicht. Cool. Dass wir nochmal so ein Gespräch hatten. Mhm.
Ich wünsche dir auf jeden Fall noch sehr viel Kraft. Leute, es geht in Runde 2. Lillys Mikrofon ist aus Versehen rausgefallen und Madeleine, nur Madeleine, muss das jetzt fixen. Madeleine sieht aber nichts und dann müssen sie ins Bad gehen, weil das Licht besser, keine Ahnung. Stört dich das da? Nein, ich glaube nicht. Nee? Nein, warum flüstere ich eigentlich? Es wurde nicht nur das Mikrofon gefixt, sondern auch die Spannung zwischen den beiden. Ging aber auch sehr schnell. Also es war so gefühlt eine Sekunde Kuss und dann musste Daisy zum Zug. Bist du nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Auf ein Taxi, der Uber hat gewartet. Keine Ahnung, musste ganz schnell weg. Ich frage mich, was die Mission war. Wollte sie nur kurz mal ihre Lippen berühren? Wollte sie mal kurz auschecken? Oder? Okay. Aber Leute, das war der erste Kuss von Princess Charming dieses Jahr. Es war sehr schnell. Dann kommen wir jetzt zu einem Gruppentalk über offene Beziehungen. Es ist aber gar kein richtiger offener Beziehungstalk, denn es schwenkt sofort in Richtung anderes Thema. Gerne monogam. Meine letzte Beziehung war aber offen. Bei deiner Ex-Partnerin wart ihr direkt offen oder wart ihr auch erstmal? Wir waren direkt offen und das war, glaube ich, auch ein bisschen der Fehler für mich. Ich finde diese Einstellung sehr schön. Ich finde auch, dass der Trend ist ja gerade wahnsinnig in Richtung offene Beziehung, was ich für den Start auch sehr schwierig finde. Also ich weiß nicht, ob ich das machen wollen. Nein. Ich würde am Anfang auch keine offene Beziehung haben wollen. Wenn man sich dann vertraut und eine Base geschaffen hat und vielleicht in 5 Jahren merkt, so hey, we trust each other. Vielleicht macht eine offene Beziehung Sinn, I don't know, vielleicht dann. Aber auch dann weiß ich nicht, ob ich das wollen würde. Aber hey. Er ist ein bisschen ungewollt auseinandergegangen. Das war so, das Leben hat gesagt, so jetzt ist mal kurz Schluss. Also allgemein sehr stark dann abgedriftet, weil Madeleine meinte dann auch so, ich hatte eine Beziehung, die dann vom Leben gecrashed wurde, denn ich war in einer psychiatrischen Klinik. Was heißt das Leben? Also musst du auch nicht erzählen. Nee, alles gut. Nee, also wirklich, sorry. Also ehrliche und kurze Antwort ist, dass ich in eine psychiatrische Klinik gegangen bin. Stark. Danke. Ist gut. Ja, finde ich auch cool. Was ich sehr stark von ihr finde, dass sie es einfach mal so offenbart hat in Nacht 2. Dazu gehört sehr viel Mut, finde ich. Das hat auch Nina sehr gehittet. Das hat scheinbar sehr viel in ihr getriggert, dieser Fakt. Und dann reden die beiden darüber. Ist okay? Ja. Ja? Ja, ist gut. Danke. Brauchst du einen Moment? Ist okay, danke. Ich finde auch, man merkt, dass es für Madeleine ein sehr hartes Thema ist, was man auch im Interview sehr schnell merkt. Selbst sich das einzugestehen, dass man Hilfe braucht und dann eben auch Hilfe zu suchen, das sind die zwei schwierigsten Steps. Aber sie sind es halt im Endeffekt wert. Ja. Ich finde es krass, wie offen Madeleine in der Show jetzt schon ist, ohne irgendwie Gefühle zu einer Person zu haben oder so, also in dem Sinne. Ich finde es krass, sehr mutig, sehr stark, ist für mich echt ein Vorbild in dem Punkt, ehrlich gesagt. Wann warst du in der Klinik? Vor 1,5 Jahren. Mhm. Danke. Also wirklich, vielen Dank. Gerne, schön, dass du es annimmst. Ich finde es süß, weil sich in dem Moment echt die beiden sehr gefunden haben und sich sehr aufbauen. Und auch danke, dass du dich geöffnet hast. Danke dir, ich glaube, ohne dass du das nicht gemacht hättest, das hätte ich halt auch nicht gemacht. Auch wenn es unabsichtlich war oder so, aber ich glaube, das ist schon so ein Bond, den keiner nachvollziehen kann, wenn man nicht in einer Klinik war. Die versteht das. Ich kann dir das erzählen und das kommt genau richtig an. Dann gibt es auch ein Gruppenkuscheln am Schluss und Madeleine zieht sich zurück für die finale Entscheidung. Wenn dir das nichts ausmacht, Gruppenkuscheln. Oh ja! Gruppenkuscheln! Yeah. Kommen wir zur Entscheidung. Die Kette heute, die will ich einfach unbedingt behalten. Lucy muss leider die Villa verlassen. Ähnlich. Und ja. Es würde mich freuen, wenn wir Freundinnen werden können. Ja. Cool. Danke. Darf ich dich drücken? Darfst du? Ja. Schutzzüge. Nora auch, die fand es leider nicht so lustig. Und Ebru. Und bei Ebro habe ich das Gefühl gehabt, Madeleine wollte sie gar nicht gehen lassen. Aber irgendwas hat ihr gesagt, sie muss jetzt 3 Leute rausschmeißen. Ich glaube, die Produktion war so, Girl, du hast letzte Woche keinen gekickt, du musst diese Woche 3 kicken. Und ich glaube, Madeleine wollte das gar nicht. Es gibt ein Einzeldate. Es gibt viele Küsse, es gibt harte Spannung und eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich bin sehr gespannt. Du bist ja die mir eigentlich durchgehend durch den Kopf geht. Da ist definitiv etwas. Ja, wie geil, ne? Das Beste. Angriff heute Abend. Ja, heute Abend Angriff. Wie fandet ihr die Folge? Gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich fans interessieren. Ich habe nur einen coolen Code für euch. Ich bin Nico50. Spart ihr bei RTL Plus. 50% Rabatt. Nur mit dem Link in der Beschreibung. Mal auschecken. Haben und nicht haben, würde ich sagen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche spätestens zur Folge 3 von Princess Charming. Haut rein und ciao.